Und sowas wie, It's Clobbering Time ist wieder Ja, da. nee, wir machen jetzt. Herzlich willkommen zurück zu It's Clobbering Time, sagen wir noch zusammen. So, Kamera läuft. Willkommen zurück bei It's Clobbering Time! Willkommen zurück bei It's Clobbering Time. Was haben wir heute für euch mitgebracht? Bei mir geht es um Mini-Konsolen. Und beim Ted? Sind es wieder die Masters of the Universe Classics? So, Ted, Masters of the Universe Classics. Noch zur letzten Folge. Gab es ein Feedback von irgendwelchen Ja, Fans oder es gab ein Zuschauern? Feedback und zwar zum Hordak, den hatte ich ja ausführlich vorgestellt in seinen ganzen Versionen von Classics bis Filmation, also diesen Glub Grayskull. Und da haben einige gefragt, hä, Hordak, ist das noch ein böserer, weil du auch einen mit eingeworfen hattest? Das ist jetzt Skeletors Lehrmeister Ja, gewesen und du genau. hattest den vor Für Skeletor mich als Figur. war ja Hordak quasi schon immer irgendwie schon der Villain von He-Man. Und by the way, Ted hat diesen Umhang ja selber gebaut. Das finde ich ziemlich geil. So viel zu diesen ganzen Customs, die man aus diesen Varianten machen kann. Also diesen Hordak gibt es in drei, vier Varianten. Da habe ich von diesem besagten Hurricane Hordak den Arm genommen als Kanone zum Beispiel. Ach, den hast du jetzt so zusammengefummelt, Der ist oder? zusammengefummelt aus Ach! mehreren. Der kann dann hier diesen Hurricane-Dingsy noch drauf poppen. Dann ist er Krass. Hurricane Hordak. Hurricane Hurricane Hordak. Hordak, der hat eigentlich eine ganz andere Rüstung. Es klingt wie so eine Band aus den 80ern. Ja, ne? Jetzt live! Hurricane Hurricane Hordak! Hordak. Ja, und den Umhang habe ich dann halt selber dazu gebastelt, weil da fiel mir dieser Plasteumhang einfach nicht mehr. Zur wilden Horde, also der Truppe von Hordak, die kam 1985 zu den Masters hinzu. Also nach Skeletor, nach He-Man kam dann nochmal eine Partei dazu und das war hier die wilde Horde. Und da hatten die den Mantenna, genau, mit vier Beinen übrigens. Das fand ich auch geil. Ich habe gerade Ted gefragt. Ich kenne Mantenna noch als diese, also was heißt, ich bin nicht dieser Motu-Fan, der jetzt so riesengroß da am Stoff steht. Ich kannte noch diesen Mantenna mit diesen ausploppbaren Augen von dieser alten, Vintage, das sind dann die Vintage, Vintage, genau. von der Vintage Master of Universe, also die ganz alten, die alle denselben Torso hatten. Und da wusste ich gar nicht, dass Mantenna eigentlich vier Beine hat. Ich dachte immer, der ist ein Zweibeiner. Ist er im Cartoon auch vierbeinig? Im Cartoon von She-Ra hat er vier Beine. Alles klar, okay. Krasser Shit. Gab es auch in den Hörspielen, da gehörte er zu Skeletor, war Skeletors Speer. Hast geil gemacht. Das war halt die erste Wave mit Mantenna, Den habe ich, Grislore, den habe ich noch, Grislore, diese Vintage? Vintage. Vintage, den habe ich als Vintage-Figur. Eines der ersten He-Man-Hair-Models. Yeah, das ist süß. Das ist wie so ein App. Hast du da Gel Ja, da ist Haar Gel drin. reingemacht? Geil. Z geht nicht sich selber, Der sondern ist seine Figuren. gestylt. Sehr geil. Aber der ist fett gemacht, also nicht schlecht. Ja, auch oder mit diesem Gesicht hier noch, so wie so ein Affe, so ein Gorilla. Ja, das stimmt. Und Eine er leichte ist so ein Utopie. bisschen das Gegenstück zum Beastman. Also Beastman war ja der Knecht von Skeletor, das Monster, das wilde Beast. Das Und wilde Biest. Hordak hatte dann den Grislore. Den habe ich auch als Vintage. Das Der ist konnte Wasser der spritzen. Tang? Nee, nee, Splasher? Leech, Ach, Leech. wie ein Saugmonster, wie Ach ein. so, ja. Splasher. Ja, geil. Aber die finde ich echt geil verarbeitet. Und nicht so wie dieser Dreck, was wir letztes Mal hatten. Was Auch, ist dass er das? Zähne hat, ne? Der Vintage Leech Ja, hatte der nur hat so einen bloß Saugnapf als diese. Mund und angezeichnete Zähne. Genau, ich habe meinen an der Wand festgetratet als Dekoration und der hat aber diesen. Und eigentlich hatte der auch schon letztens so einen alten Werbespot gesehen und da sollten wohl angeblich diese Handteller-Saugnapf-Dinger von dieser Figur, eigentlich konnte man den irgendwo ranpappen, aber bei mir funktioniert es. Vielleicht ist der Mysterio, alles gut mit ihm. Mysteriös. Vielleicht ist auch der Weichmacher raus. Das ist gerade das Thema, was wir vorhin auch gerade hatten. Weichmacher bei Spielzeugen. Ich habe jetzt von Ted ein T800 von. May the Fourth be with you. Da ist mir ein Warst T800 runtergefallen und in 1000 Teile zersprungen. Also nicht der T1000, sondern der T800. Das war jetzt Aber du was. wirst lachen von diesen alten Figuren. Da ist es ja gang und gäbe, dass die irgendwann Ja. spröde werden, dass der Weichmacher Ja. rauskommt. Aber das wisst ihr ja alle als geschulte Fans. Nerds. Also von daher müssen wir euch ja Und jetzt jetzt ist nichts es Neues nicht nur erzählen. bei den alten Sachen so, jetzt ist es auch bei den neuen Sachen so, Ja. dass die Qualität, also nicht diesen Sachen, die sind noch von Mattel, die hat Ja. Mattel noch vertrieben. Die sind noch von Und Mattel. ja, Okay. genau. Und diese neue Firma, Super Seven, wir haben es schon mehrmals mit erwähnt. Die haben eine andere Firma in China, wo die hergestellt werden und das Material, das Plastik ist wohl nicht mehr das gleiche, was sonst verwendet wurde. Und die sind auseinandergebrochen, da sind die Köpfe beim Drehen abgebrochen. Ich hatte damals den He-Man
Prince Adam, He-Man, Mischmasch-Gedöns. Und zwar diese Skinny-Version mit der dazu passenden Hörspielkassette. Und ich fand das damals schon so geil, diese neonfarbene Schild, was er dabei hatte, und dieses neonfarbene Schwert, diesen komischen goldenen Motorradhelm fand ich jetzt nicht so geil, aber dieser Brustpanzer, das war so, ich glaube, da ist so diese Neonfizierung bei mir losgegangen, weil das ist so ähnlich wie das Lego damals, ne, mit diesen Neon, ja, Mondbasis. Ja, das war so geil. Ich habe jetzt letztens auch mal wieder, habe ich mal zusammen gegoogelt, so eine alten Lego-Kataloge, wie geil Neon-Stuff die damals schon mitverwendet haben. Also dieser Kunststoff-Neon in Spielzeugen, mega geil. Du hast gerade angesprochen, der He-Man mit der Hörspielkassette. Ja. Die Wilde Horde gab es dann auch irgendwann im deutschen Hörspiel. Das war ja bei uns immer ein bisschen anders. Die Hörspiele waren ein bisschen ernster. Okay. Und die Storylines waren ja in den Hörspielen komplett anders. Ich wusste gar nicht, dass es Horde, also dass die Wilde Horde auch als Hörspiel damals gab. Die wurde eingeführt dann und da wurde Hordak nochmal wiederholt als Skeletors Lehrmeister vorgestellt, wie er es in jedem Kanon war. Aber irgendwann haben sie sich entschlossen, Hordak ist nicht mehr gleich übergestellt für Skeletor, der ist gleichgestellt, wenn nicht sogar unter ihm. Das ist was ganz anderes, das kennen vielleicht die Ami-Fans nicht oder die anderen Fans, die jetzt das Hörspiel nicht kennen. Stimmt, du hast ja mal gesagt, du hast im Netz irgendwo mal einen Thread gelesen, wo amerikanische Fans das hochgelobt haben, dass die deutschen Hörspiele A existieren und B halt auch so qualitativ hochwertig gemacht sind. Genau, ne? Die Sprecher waren jenseits von Gut und Böse, was Skeletor He-Man angeht. Also Skeletor zum Beispiel im Cartoon war ja immer ein, das fand ich ein so hochgepitchtes, hochgepitchtes hexenartiges ich hatte damals, Männlein fast. Ja. Ich hatte damals das Hörspiel Der Baum der sterbenden Zeit gehabt. Jetzt bin ich mir aber unsicher. Warte mal, wie war denn das? Bei dem New Adventures He-Man war ja dieses New Adventures Hörspiel, wo der quasi aufs Raumschiff hochgebeamt wird und so space-mäßig. Und ich hatte dann später erst, da gab es von Remus noch diese Malbücher mit diesen Hörspielkassetten. Dazu muss man sagen, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass wir jetzt als Wendekinder nach der Wende erst an das ganze Zeug rangekommen sind. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er, die Wende war offen, die Mauer war offen, die Wende ist geschehen, hatte ich parallel New Adventures He-Man mit dem Hörspiel, wo er aufs Raumschiff gebeamt wird, und parallel dazu das Tape Der Baum der sterbenden Zeit mit dem Malbuch dazu. Das gab es von Remus, so hieß dieser Verlag damals, die hatten so einen Großvater mit so einer, dieser Brille. Mit so einer Brille und so grauem Haarkranz, und der sah so ein bisschen aus wie David der Kabauter, nur ohne Bart und ohne Mütze. Und da war ein Parallelwelt irgendwie. Du hattest einmal die New Adventures und einmal dieses Oldschool. Da frage ich mich jetzt eigentlich, wieso sind da sonst eigentlich normale Männer im Sinne von normale Männer geworden? Weil das war ja so ein Mindfuck damals. Reizüberflutung auch, was an Input auf uns zukam. Also als auf uns Wendekinder. Ja. Also wir hatten dann nicht gleich die Masters in den 80ern. Ja. Es sei denn, wir nach Ungarn oder du bist irgendwie nach Ungarn gefahren. Die Story hat man schon mal gehabt. Also meine Tante ist in den 80ern nach Ungarn ausgewandert und da hatte ich immer Cousins und Cousinen besucht. Und die hatten dort dieses komplette Masters of Universe Vintage. Ja. Die alten, komplett, da hatte ich damals noch Spider. Nee, nicht Spider. Webstore. Webstore, den blauen. Mit diesen. Das war so amazing. Da gibt es sogar noch ein, das muss ich mal raussuchen, gibt es noch ein Kinderfoto, wie ich mit Adam und mit He-Man, da wusste ich zum Beispiel überhaupt gar nicht, wer ist denn Prince Adam bitte. Da gab es einen He-Man mit einem weißen Shirt. Ich dachte mir, was zur Hölle ist denn hier los? Das war so dieser absolute. Ja, wir haben das nicht chronologisch miterlebt. Also die Masters, die dann 1982 rausgekommen sind und dann schwappten erst später zu uns. In den 90er Jahren war es für uns dann schon wieder zu spät. Dann kamen sofort die New Adventures und dann musste man das als Kind quasi irgendwie rückwirkend zusammenführen. Was ist dann alt, was ist neu? Okay, in den Hörspielen ist das noch ein bisschen. Die letzte Folge ist ja, wie He-Man, wie du gerade sagtest, aufs Raumschiff gebeamt wurde. Ja. Aber es ist noch der Originalsprecher. Ja. Zumindest von He-Man. Skeletor war da schon ein ganz anderer Sprecher. Und die ganzen Figuren fehlten. Also Man-at-Arms gab es nicht, Teela gab es nicht. Es gab nur Skeletor und He-Man und diese neuen Mutanten und galaktischen Wächter. Ich fand's halt extrem. Also jetzt während wir gerade drüber reden, fällt mir das erstmal auf, dass es damals wirklich so war, dass beide Lines mehr oder weniger parallel bei uns stattgefunden haben. Und als ich dann das allererste Mal den Cartoon gesehen habe, das war damals die Folge, wo irgendwie irgendwelche Dracheneier entführt worden sind mit irgendeinem komischen whatever. Und da war ich echt schockiert von dieser schlechten Skeletor-Stimme, schon als Kind. Also das war wirklich, wo ich mir dachte, man, ich will es jetzt nicht nachmachen, weil es ging eh beschissen. Aber ihr wisst ja, dass so an diese ernsthafte Skeletor-Stimme gewöhnt. Diese Skeletor-Stimme war so. Und wenn ich mir das heute an. Ich kriege gerade Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Ich habe jetzt vor kurzem mir ein paar alte Hörspiele wieder gekauft auf dem Flohmarkt. Und da gibt es so ein, zwei Folgen, wo du dir echt sagst: Ey Junge, wenn du das als 6-, 7-Jähriger damals hörst, allein in deinem Kinderzimmer oder im Walkman,
Also, lass uns die doch auch einfach mal durch in den Talk reinhören. Ja, gerne. Kritisieren, dann hört ihr auch mal die Stimmen, wie wir damals mit aufgewachsen sind, was Hordak und Mantenna und die ganzen Leute, die gab es alle in diesen Hörspielen auch. Ne? Ja. Und die klangen dann halt nicht so blöd, wie sie vielleicht auch aussehen mögen, ja, mit Mantenna mit seinen Stielaugen. Ja. Die klangen richtig cool. Also, das ist auch wieder so ein Ding, genau. Du hattest die Figuren gehört in dem Hörspiel, das waren die ersten Berührungspunkte bei mir jetzt persönlich. Und dann siehst du irgendwann die Figuren und Mantenna ist das beste Beispiel. Ne? Sieht aus wie Scheiße im Sinne von, aber die Stimme wertet dann die Figur nochmal ab. Das war epic. Das war echt epic. Deswegen, wie seid ihr zu He-Man oder Masters of the Universe gekommen, jetzt an die Hardcore-Fans? Was war zuerst da? War zuerst, also hier Hordak und seine Truppe mit She-Ra oder waren erst die Vintage He-Man oder waren New Adventures? Wie sieht es bei euch aus? Ich gehe mal her mit den Fragen und wir nehmen das dann gerne nochmal durch. Wie gesagt, jetzt waren wir bei der Wilden Horde, die erste Wave von 1985. Das sind die Jungs. Dann gab es ja noch die Snake-Man, die Schlangenmenschen. Das habe ich auch nicht verstanden, dass es dann nochmal so eine separate Snake-Man-Geschichte gab. Es gab dann immer wieder eine neue Truppe. Man hat es echt ausgereizt. Ja. Aber wir probieren größtenteils erstmal die Horde abzuarbeiten, weil das ist einer der coolsten Truppen von He-Man gewesen, Gegnern von He-Man gewesen. Ja. Und dann gucken wir mal, wie weit wir damit kommen. Ja. Und wie weit es auch euch interessiert. Masters of the Universe, Eternia. Im Kampf gegen das Böse beobachtet He-Man Bassor Hordak. Der Anführer der Horde raubt magische Kristalle. Aber auch Skeletors Dämonen Blade und Last Attack sind darauf aus. Doch da! Auf ein Zeichen von He-Man greift Man-at-Arms auf Cliff Climber ein. Erst die Dämonen, dann Hordak ins Schach halten. Jetzt kann He-Man die magischen Kristalle in Sicherheit bringen. Das Gute muss siegen bei den Masters of the Universe.